Also, dass ich gemerkt habe, dass ich queer bin. Also, ich bevorzuge den Begriff queer tatsächlich mittlerweile, aber das war irgendwie schon immer da tatsächlich. Ich wusste, dass die Menschen um mich herum kein Problem damit haben. Ich hatte selber das Problem mit mir hauptsächlich, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin anders. Das hatte echt nicht so viel mit dem Umfeld tatsächlich zu tun. Das war wirklich mein eigener innerer Kampf, den ich halt nicht besiegen konnte damals. Und mittlerweile klappt das halt natürlich. Also es gab diesen einen Moment, das war Leichtathletiktraining, da meinte mein Trainer auf einmal, wenn hier jetzt jemand schwul wäre, ich wüsste gar nicht, wie ich den trainiere. Und ich habe nebenbei meine Liegestütze gemacht und dachte mir so, okay, krass. Also da könnte ich das jetzt da gar nicht mitteilen. Aber ich glaube, das sind halt auch Sätze, die dann halt fallen, weil die Menschen noch nie mit solchen Menschen, aber weil diese Menschen dann noch nicht auf queere Menschen getroffen sind und dass das halt einfach fremd ist und dass es eventuell anders ist. Und gerade, also ich komme halt vom Dorf und ja, wenn man dann solche Sätze hört wie, ja, wie trainiere ich jemanden, der schwul ist, dann zieht man sich halt noch mehr zurück und sagt es halt nicht und lebt es halt nicht offen aus. Also ich glaube, viele queere Jugendliche machen keinen Sport und wenn sie Sport treiben, dann bestimmt halt auch sehr zurückgezogen, wie es in meinem Fall dann im Endeffekt war. Das ist, man lebt es dann halt nicht aus, man versteckt seine Identität und redet dann halt vielleicht mit niemandem offen darüber. Weil diesen Drang, Sport zu machen, den habe ich ja und den habe ich ja ganz arg und den wollte ich ja auch immer weiter ausleben. Auf geht's! Ich will dem Queersein gar nicht die Schuld dafür geben, aber ich hatte halt einfach Angst, wie andere Menschen darüber reagieren und habe dann angefangen, halt für mich Sport zu machen. Ich lebe mittlerweile 7 Jahre in Köln. Die ersten 2, 3 Jahre habe ich tatsächlich keinen Verein besucht, weil ich dann halt wusste, oh, ich komme in diese Situation, wo eventuell dann nur andere Männer sind. Und da ist dann halt die Frage, komme ich damit klar, schaffe ich das? Und wie reagieren die, wenn ich offen damit umgehe? Das sind halt so, weiß nicht, also man vermeidet dann Situationen, bei denen man erwartet, dass man halt irgendwo ausgegrenzt oder eben halt Queerfeindlichkeit erlebt. Als ich dann in den Janus angetreten bin, hatte ich halt das Gefühl, dass ich mich nicht erklären muss. Und dann hatte ich halt keine Angst, mir irgendwem erzählen zu müssen, oh, ich bin übrigens schwul oder ich bin queer. Das musste ich dann niemandem sagen. Und mit diesem Gefühl da reinzugehen, das war echt bestärkend tatsächlich. Und dann konnte ich mich halt auf andere Dinge konzentrieren, wie, oh, jetzt musst du gut Volleyball spielen, damit du halt auch in dieser Gruppe weiterspielen kannst. Aufstellung! An sich ist die Repräsentation von queeren Menschen im Sport ja einfach gar nicht so arg gegeben. Und ich finde, das sollte vor allem in so Sportarten passieren wie Fußball, dass man da halt oft zu steht. Ich finde, der DVB sollte da ansetzen und viel mehr sich für diese Themen, für queere Themen einsetzen und auch darüber informieren einfach. Also ich glaube, am meisten Probleme hat der Sport mit dem Thema geschlechtliche Vielfalt, weil es halt eben da keine klaren Regularien gibt, wie Transmenschen oder non-binäre Menschen am Sport überhaupt wirklich teilnehmen können, ohne dass sie sich immer entweder dem falschen Geschlecht zuordnen müssen oder einem Geschlecht, dem sie sich gar nicht zugehörig fühlen, zuordnen müssen. Ich möchte mich jetzt im Jahr 2022 einfach nicht mehr outen müssen, weil es halt, ich möchte diese Vielfalt leben und das ist Teil dieser Vielfalt, dass ich mich nicht erklären muss. Deswegen kann ich gar nicht so genau sagen, wie andere Menschen da wirklich drauf reagieren. Hey. Wer ist hier? Nee, nee.